Hallo guys, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren nice Part. Kinema 2, Final Mix Critical 100%. Let's go! Letztes Mal haben wir dieses Loch gesehen, aber das ist nicht so wichtig. Und Sephiroth, ja, Sephiroth war auch ein Loch, das wir gesehen haben. Sora, behind you! Ja, diese Fuckviecher. Ja, verreckt! Ihr Scheißviecher! It's over! Machen wir einfach diesen hier. Ja, frisst das! Einfach ein bisschen die gute alte Heldenform leveln. Kann man ja mal machen. Töten wir auf jeden Fall erstmal dieser Tänzerherz niemand, weil die echt absolut nervig sind. Ah, Dolan ist aber schon tot? Was passiert, Bruder? Oh, fuck. Oh, oh. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen cheaten und den Finisher schnell heraufbeschwören, sonst haben wir ein Problem. Take this! Oh, nee! Oh, es macht so viel Schaden. Oh, fuck, Alter. Okay, ich muss diesen hier machen. Sonst habe ich ein Problem. Ah! Okay, alles cool. Ja, die sind wirklich gefährlich. Also, jeder Level 1 Critical Run hat seine Probleme damit. Vor allem, weil die einen verfolgen, wenn die so glühen. Wenn du sie dann berührst, dann machen sie halt diesen Tanzmove, der ultra nervig ist und ultra viel Schaden macht. Ja, Donald lebt wieder, nice. Okay, das war knapp, als es sein sollte. The King's in the Bailey. You better head over there. Got it. Think you can handle this many? Well, might be tough if one more shows up. Then that'll have to be the one I take care of. What? You're fighting too? Sephiroth! I understand that you've been looking for me. Yeah. Once I get rid of you, the darkness will go away.
can you do it? That darkness comes from your own dark memories. Do you think you can erase your past? Shut up! Face it. You turn your back on the present and live in the past. Because the light of the present is too much. You don't know me! Cloud! I know. Because I am you. Cloud! Wait! Huh? Leon, everybody, hang in there. Okay, fellas, you've got to go find Riku and Kairi. But Leon and the others are friends, too. Don't worry. There's already lots of help here. We'll take care of this fight. But I promised Leon. Donald, Goofy, take Sora and get going. Riku, Kairi, give me a little time, okay? Your Majesty! We understand. We'll go search for Riku and Kairi. Right. Watch for danger. You'll be careful, too. Wait, you guys. Sora, do as you're told. You're coming with us whether you want to or not. Come on, Sora. You gotta be good. Gotcha. Well then, skedaddle. Let's go. Whoa! I'm sorry, Your Majesty. Hope you can forgive us.
Master Ansem, regarding the experiment I presented the other day, with your permission, I'd like to proceed. I forbid it! Forget this talk of doors and the heart of all worlds. That place must not be defiled. But Master Ansem, I've been thinking... They are not. Those thoughts are best forgotten. It has been far too long, friend. Zaxxion! Zaxxion! Right here. What is it? Where is Lord Zemnis? His usual spot. The Chamber of Repose? Yes. Go and see for yourself. That isn't funny! I suppose I have no choice but to wait. But the clock is ticking. Time is running out. What to do? Why is he never around when I need him? It's almost as if he knows I'm looking for him. The whole world. You know, I don't like that place either. What about you, Zaxxion? What do you think? I think eavesdropping is intrusive. Why are you even here? You and Zaldin were tasked to recruit new members. Have you forgotten, or were you procrastinating? As if. I'm doing my job. I'll have you know, I found one just yesterday. Mar something. That puts the organization's count at 11. And since I've been working so hard, I had Lexius take my place for the day. I want to rest up for tomorrow, so I can wake up feeling nice and refreshed. Is that so? Well then, I will leave you to it. I have work to catch up on. Good day. Oh, don't be like that. Come on, stay and talk. Isn't it time you told me about Zemnis' secret? How long ago was it? When a bunch of warriors wielding key-shaped swords appeared and unleashed a spectacular battle. And when it was all over, all that was left was a man lying unconscious without his memories. Zemnis, Xehanort, was found by Ansem right around then, wasn't he? Your point? The Chamber of Repose. If you recall, that's where we spent our time researching the darkness that resides within people's hearts. It's a graveyard that was sealed by order of Ansem the Wise. The first thing Zemnis did once he got rid of him was to undo the seal and build a room in the back. Ever since then, he holds himself up in that room when he can and he talks to someone. But who? For all I know, he's the only one in that room. Need I repeat myself about eavesdropping? Not eavesdropping. Couldn't hear what they were saying. Dying to find out what it was, though. You wouldn't know anything about it, would you? I know I would very much like to focus on my own duties. As you should with yours. For we need to prepare the new facility immediately. But there are only 11 of us in the organization. We're going to need a few more hands on deck. What new facility? Oh, you mean Castle Oblivion. What does Zemnis plan on doing with that place, anyway?
He already shared his intentions with us. But did you know there's something he didn't share? The Chamber of Repose is part of a pair. The Chamber of Waking is the other. Another graveyard, if you want to call it that. It was constructed by someone other than Xemnas himself. And that's where he'll find it. That's where he'll find his other friend. Hey, you guys are looking lively. Scram! Didn't we catch you messing around in the underworld? How'd a wimp like you get into Organization 13? I bet you can't even fight. Yeah, but we can. You shouldn't judge anyone by appearance. Oh, I told them they were sending the wrong guy. Who is this kook? Remember, the organization's made up of nobodies. Right. No hearts. Oh, we do too have hearts. Don't be mad. You can't trick us! Silence, traitor. Dance, Water, Dance! Boah, Leute, ist so viel passiert in diesen paar Sachen. Oh, wir müssen ganz schön diese Viecher umbringen. Ein bisschen konzentrieren. Weil mein Assassin dich auch ganz gut verkacken kann. Der Trick ist, immer nur einmal anzugreifen. Weil dann kriegen sie diese Notenform, die Gegner. Und dann können wir das Situationskommando nutzen und einfach mehrere umbringen auf einmal. Was sehr praktisch ist und sehr nötig. Und dann können wir ihn auf die Fresse hauen. Habe ich noch Feuer hier irgendwo? Nein, scheiße. Weil er ist schwach gegen Feuer tatsächlich. You like it? Ja, und das ist unser Boy Demix. Demix, der kennt kein Schill. Au. Defense! Ich habe leider Eis ausgerüstet, was gar nicht mal so geil ist. Au! Oh, Donald hat mich geheilt! Was für ein Ehrenmann! Oh nee! Take this! Ho! Steht auf, Jungs! Oh, da bin ich immer. Da habe ich immer verreckt. Wir reden auch mal gleich darüber, was da passiert ist. Bei den Cutscenes, weil das ganz schön interessant und krass ist und teilweise auch nur in der Final Mix Version zu sehen ist. Im Original Kinema 2 gab es nicht die Szene, wo die halt, wo man Xemnas gesehen hat, der mit Aquas Rüstung geredet hat. Come on, skip to the beat! Aua! Ja, frisst das, du Arsch. Leider haben wir seinen Special Command nicht gesehen, aber naja. Tod ist tot. Oh. Ja, nämlich ein ganz lustiges Situationskommando. Ah, egal. Oh, no way! Anyone from the organization who'd like to be next? Hey, Sora! Go
all that talking I see. Yeah, we gotta go help our friends out first. Oh, sorry. Then let's go. Aha! There you are! You sure have lots of friends to help. So, I guess we better all pull together and finish this battle for good. Yes, Your Majesty! Look out! No! Hey! You're the kid's captain! You gotta get up! Come on, wake up! I'm sorry about the ice cream! Goofy? Goofy! This is not happening. It can't be happening. It can't. They'll pay for this. Und so starb Goofy, Leute. Rest in peace, Goofy. Habe ich was Neues gelernt? Ja, lecker. Kreisschlag. Den nehmen wir mit. Donald hat auch irgendwas Neues. Eisboost, was cool ist, aber nee. Nee, das gönne ich dir einfach nicht. Er hat eh Eisboost durch seinen Stab. Ah ja, wir haben den Photo-Debugger bekommen, aber der ist relativ scheiße, deswegen nehmen wir den nicht mit. Aber wir benutzen mal Abiltamin. Er sieht auch gar nicht so cool aus. Deswegen. So, dann nehmen wir das noch mit und go. Status? Ach ja, wir haben ja die Meisterform. Aber die levele ich ein andermal tatsächlich. Und wir haben Stitch. Kann wir den jetzt nutzen können oder nicht? Besiege alle Herzlosen! Okay. Yo! Unser Girl! Give me strength! Wir müssen das eh nochmal leveln. Take this! Au! Wunderschön! Das Coole ist, dass wir jetzt immer unsere Friends zu Hilfe bekommen. So nach dem Motto, okay, Goofy ist tot, aber du bist nicht alleine, Bro. Immer schön warten, bis wir die MP haben, dass wir nicht in MP-Charge kommen, weil das wäre viel verschwendete Zeit. Jetzt will ich ein bisschen aufs Maul bekommen, aber damit sich unsere MP auffüllt. Okay, wir haben eh keine Drive mehr, deswegen können wir auch einfach hier Asakano machen und dann ist gut. Ich glaube, Asakano kostet am meisten, aber einfach am geilsten. Oh, Drive Boost haben wir gelernt, geil. Danke, Leonhard! Unser Girl. Aber das ist immer cool, dass dieser Final Fantasy Character auch noch auf unserer Seite sind. Und mit uns kämpfen. Das ist ziemlich cool. Aber bin ich ein großer Fan. So, tschüss. Aua. Aber diese Fisch ist echt nervig und gefährlich. This is it! Er verreckt den Arsch! Gather! Ich will die Leute am ehesten, glaube ich, in meinem Magnetzauber haben. Das ist relativ gut.
give me strength. Oh, dann sterben einfach alle. Easy life. Wow, ey, habt ihr die Scheiße gesehen? Die waren ja richtig krasse Skills drauf. Das sehen wir auch noch. Wir sehen auch mehr von ihren Movesets tatsächlich. Es gibt ja wieder eine Arena im Olymp. Glücklicherweise. Und da können wir auch nochmal gegen die Final Fantasy Charaktere kämpfen. Was auch geil ist. Und da sehen wir auch ein bisschen mehr von ihren Skills. Let's go! Ah shit, ich habe mich vertan. Jetzt sind wir wieder im MP Charger. Ja, dann ist es halt so. Danke, schau, Bruder, ne? Wir sehen uns. Are you okay? Yeah, I'm fine, but... I'm guilty. Hey, fellas! Goofy! You know, that really hurt. Aw, Goofy. Of course, Your Majesty. I get bumped on the head all the time. Wow, whoa, whoa, whoa. That hurt, too. Don't you ever do that again. Ja, Goofy war einfach nur für 2 Sekunden tot. Richtig lame, aber er hat alles abgerüstet. Danke, Goofy, für nichts, Alter. Gönn dir das, gönn dir das. Och, ja, gönn dir das. Er hat auch seine Equipment abgelegt, oder? Goddammit. Und Drive Boost haben wir bekommen, was geil ist. Warte mal. Wir gönnen Goofy einfach mal wieder kurz. Alles mit 3 Def ist schon mal nice. Oder, ja, gönn dir den Diamantring, Goofy. Weißt du, du bist es mir einfach wert. Oh, wir haben auch noch einen Slot frei. Geil. Ja, sorry, Goofy. Dann hast du Pech. Dann, ah, ne, das ist Dolans. Dann gib mir was wieder. Und dann kriegst du das Schattenkettchen. Mein Abwehrkraft hat wirklich das Wertvollste, was du da so haben kannst. In dem Ding, in dem Slot. Okay, als nächstes wollen wir Goofy noch Trotzkopf geben. Das ist relativ gut. Teamwork und ja, das war's. Mehr kann Goofy einfach. Scheiß auf Teamwork, Alter. Hier, damit du irgendwas machen kannst. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Okay. Nehmen wir jetzt noch mit, was hier abgeht. Okay. Oh ja, die Cutscene war sehr verwirrend, wenn man. Also die optionale Cutscene. Oh fuck. Hinter. Also vor dem Demix Cup war sehr verwirrend, ich weiß. Aber. Darüber reden wir ein andermal. Jetzt sollten wir uns erstmal darauf konzentrieren, hier weiterzukommen. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's mal für heute und vielen Dank fürs Zugucken und Zuhören. Beim nächsten Mal stellen wir uns eine weitere Gefahr, denn wir sind hier noch nicht fertig. Haut rein. Ciao.